Jetzt habe ich hier schon wieder was gehabt, ne? Wie gesagt, ich finde, das Ausrüstungsinventar könnte ein bisschen größer sein. Hier ist das Safe noch irgendwas, oder? Revelio. Als ob hier nichts ist. Also. Gar nichts. Wie traurig. Also nicht wirklich, aber. Die nehme ich doch gerne mit. Die Dinger sind cool. Die kann ich nicht aufmachen. Das kann ich fangen. Weiter geht's. Was haben wir denn hier da noch? Wir halten uns mal so ein bisschen ans Dorf. Und bleiben da ruhig mal. Hey, ja, Vatlina, alles gut bei dir? Ich bin mal gespannt, wann wir in das Sportgeschäft rein können. Gibt's, ich bin ja schon ein bisschen neugierig, wie das ist mit den Besen und so. Rebellion. Ich wollte gerade sagen, vom Honigtopf muss etwas sein. Honigtopf, der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten von zischenden Whistles bis zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie zu erwarten haben, bevor sie die Ware dieses Ladens probieren. Wir machen einmal kurz eine kleine Zwangspause, weil ich werde gerade angerufen. Ich bin sofort wieder da. Ich lasse euch die Musik einfach an und das Spiel auch.
So, da bin ich wieder. Wieso steht bei mir öfters in letzter Zeit Wiederholung? Habe ich den... ich weiß nicht, warum da Wiederholung steht, keine Ahnung. Also ich habe noch keine Wiederholung von... Ich habe noch aktiv keine Wiederholung von meinen Sachen gestreamt, Tatsache. Also, ich habe noch nie irgendwie drauf gedrückt, dass irgendwas wiederholt werden soll. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, dass das da ab und zu ist. Und ich kann auch verraten, dass ich nicht einfach... irgendwas nur privat streame oder so. Das ist auch Quatsch, das mache ich auch nicht. Hey, ich bin verwirrt. Ist hier jetzt was? Oder nicht? Ich hätte gedacht, weil das auch so ein besonderer Laden ist, vielleicht so eine Schriftrolle. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn ich da irgendwie was aus... Warum finde ich Ausrüstung? Warum nicht Geld? Leute. Und ich kann es nicht mal tragen, weil ich nicht Stufe 15 bin. Aber blau ist damit auf jeden Fall über grün. Rebellion. Ich möchte eigentlich nicht mit denen reden. Aber komm, mit der reden wir mal. Oh Gott. Es war ein Unfall, beharrt der Basiliskenzüchter. Was für eine schöne Überschrift. Aber Moment, ich esse eben hier einmal meine kleine Süßigkeit auf und dann lese ich das sogar vor. Der Zauberer aus Cornwall, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde, hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet, nachdem bei einer Routinekontrolle Krötenbefall in allen 5 Hühnerställen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken ist seit langem vom Ministerium verboten, aber aufgrund der Potenz, der Seltenheit und des Wertes des Basiliskengiftes ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger Gesetztreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Ein Nachbar des inhaftierten Zauberers, eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt, einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Ein Zauberer aus Cornwall hat sich vor dem Zaubergamot auf völlige Unwissenheit berufen und behauptet, seine Hühnerställe seien einfach unwiderstehlich für Kröten und er habe keine Ahnung von der Basiliskenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf große Skepsis, mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung für Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Die sagte: Ich bezweifle nicht, dass er so verrückt ist. Wir hatten ihm doch gesagt, dass wir kommen würden, oder nicht? Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Ja, hätte Fahrradkette. Hat er aber nicht. Komm, das ist doch hier auch was Besonderes. Nein, nicht so besonders? Okay. Boah, ich bin ja erschrocken, ey. Was ist jetzt hier gewesen? Hä? War hier jetzt was? Ich bin verwirrt. Nochmal, hier. Nein, hier war nichts, okay. Ach, hier bin ich wieder beim Hauptplatz. Hoppala. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, so kann man das beschreiben, ja. Aber ich möchte ehrlich sein, ich möchte nicht in dem Umhang rumlaufen. Ich finde,
den klassischen Schülerlook irgendwie ansprechender. Deswegen bleiben wir immer in den Schuluniformen. Hm. Habe ich jetzt die Schuluniform ausgerüstet oder den starken noch? Den starken noch, okay. Ich finde es irgendwie ansprechender. Ja, die Truhen, da gehe ich gar nicht erst hin. Das wird alles irgendwie Ausrüstung sein, die ich noch nicht haben kann, weil mein ganzes Inventar voll ist. So wie man das halt kennt und ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich davon verkaufe. Hier ist wieder der Friseur, bei dem ich auch schon viel zu viel Geld gelassen habe. Von der Story her waren wir, glaube ich, hier unten schon, in diesem hier. Rebellion. Das ist kein besonderes Gebäude, willst du mich eigentlich... Aber das ist so eine hüpfende Truhe. Das ist Quatsch, okay. Dann möchte ich, einmal nach... hier hinlaufen. Auch wenn das der Friedhof ist. Manchmal gibt es hier ja auch was Interessantes zu sehen. Bitte Geld, bitte Geld, bitte Geld. Okay, gut. Guten Tag, guten Tag. Buh. Ja, hallo. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Ort, an den ich irgendwie kann. Rebellion. Aber noch nicht soll. Da kann ich nicht hoch. Dann verlassen wir den Friedhof wieder. Und gehen weiter nach oben. Hier links müsste nämlich auch noch was sein. Lass es dir schmecken, Wadli. Hau rein. Dann viel Spaß im Lurk. Rebellion. Das habe ich gesehen. Verlassenes Geschäft. Der Inhaber dieses leerstehenden Geschäfts soll einen Schrumpfzauber benutzt haben, um sein Inventar zu lagern. Er hat sich dabei aber verrechnet, sodass es praktisch verschwunden ist. Ja, das ist natürlich äußerst blöd. Lumos. Geld, okay, gut. Stein und Baum. Also ziemlich alles, was draußen ist. Ach, hier. Lumos. Ja, es wird nicht allzu weit weg von hier sein. Das war es nämlich noch nie und da habe ich sie auch schon gefunden. Schön. Geld. Sehr schön. Und ich spare das Geld auch erstmal für das Sportgeschäft. Also ich werde jetzt erstmal nicht neue Tränke oder so kaufen oder meinen Trankplatz verbessern oder wir können im Gewächshaus mal gucken, da müsste eigentlich unser Kraut fertig sein. Das müsste inzwischen
gewachsen sein. Kommst du nochmal raus? Weil das möchte ich natürlich haben, das wunderbare Buch. Und das nehme ich auch gleich mit. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Weiß ich nicht. Bestimmt. Also warum sollte es den denn nicht geben? Das ist so die andere Frage, ne? So, jetzt snack ich nochmal was. Also, einen Moment. Mein Commentary ist dementsprechend jetzt einmal kurz ein bisschen eingeschränkt. Ich muss ganz dringend irgendwie Türen aufzaubern können, ne? Mega-Power-Tränke sind auch okay. Nur bitte keine Ausrüstung. Das wird Ausrüstung sein. So. Hast halt Pech gehabt? Ach, hier. Bleibt die Ausrüstung halt erstmal hier. In der Mühle von Hogsmeade. Wie gesagt, wenn ihr wenigstens einfach wüsste, was ich einfach ohne Bedenken verkaufen kann. Ich würde ja anfangen, Sachen zu verkaufen. Aber einfach blindlings Sachen zu verkaufen, nur weil ich gerade mein Erkundungsdrang zu groß ist, möchte ich jetzt auch nicht. Deswegen notiere ich mir einfach die Orte, an denen ich das gefunden habe. Und dann sollte das schon passen. Okay, was ist hier jetzt noch? Hallo. Guten Tag. Ja, die Truhe öffne ich natürlich jetzt nicht. Weil da kommt manchmal ja nichts raus. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Das stimmt. Und manchmal halt auch nicht, ne? Wo komme ich hier hin? Wieder zurück zum Anfang wahrscheinlich, ne? Ja. Tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir auf die Karte. Und dann waren wir eigentlich überall jetzt gewesen, ne? Zumindest kurz. Also, wir haben natürlich noch nicht alles erkundet hier. Die Truhen fehlen noch. Die Statuen fehlen noch. Die Handbuchseiten fehlen noch. Aber wir können ja erstmal gucken. Unsere Reise soll uns hierhin führen. Tal von Hogsmeade, Region südlich Hogwarts, Region nördlich Hogwarts. Okay. Und was ist das hier? Upper Hogsfield, okay. Ich sehe schon, es gibt hier